Gutes Timing ist das A und O an der Börse. Allerdings ist es nicht immer ganz einfach, den richtigen Zeitpunkt für Kauf oder Verkauf zu finden. Viele Investoren nutzen daher die sogenannte 200-Tage-Linie als Hilfsmittel. Und genau darüber wollen wir sprechen. Mit Dirk Fischer ist Geschäftsführer der Patriarch Multimanager GmbH. Herzlich willkommen hier auf dem Parkett der Börse Frankfurt. Herr Fischer, Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit diesen Themen, frei nach dem Motto Time for Timing oder auch Trend 200 Erfolgsstrategie. Was verbirgt sich eigentlich dahinter? Das Trend 200 Konzept, Herr Franik, ist ein Kapitalabsicherungsmechanismus, der es erlauben soll, halt in den guten Marktphasen am Markt zu sein und in den schlechten Marktphasen möglichst am Seitenrand zu stehen. Ermöglicht wird das über Signale aus der Charttechnik, sogenannte Kauf- und Verkaufssignale, in diesem Fall halt schwerpunktmäßig über die 200-Tage-Linie der Produktbenchmark generiert. Wir haben in den letzten 5 Jahren es damit geschafft, alle großen Börsentrends zu identifizieren und die vielen Fehlsignale dazwischen zu vermeiden. Wir blicken mittlerweile auf 115 Millionen Anlegervertrauen, die wir als kleines Haus einsammeln konnten und die sicherlich nicht irren können. Und das ist sicherlich nur möglich, wenn man halt wirklich ein bewährtes und nachhaltiges System entwickelt hat. Und Sie wollen dann natürlich auch weiterhin langfristig erfolgreich sein, reden denn auch von nachhaltigem und belegbaren Erfolg, den Sie in den vergangenen Jahren präsentieren konnten. Was verstehen Sie darunter? Also in den letzten 5 Jahren konnten unsere Anleger sich je nach Risikoneigung, denn es gibt 3 Aktienquoten in der Investitionsphase, 55, 75 oder 100% Aktien, über Renditen von 4 3/4 bis 5 3/4 per anno freuen und das nach laufenden Spesen und das auch nur bei einer Volatilität von 8 Prozentpunkten, also wirklich einem absolut risikoaversen Investment, was gut in die Zeit passt. Sie sagen, dass Ihr System erfolgreich Fehlsignale vermieden hat, die ja bekanntlich nicht nur Nerven kosten, sondern auch Geld und Rendite am Ende des Tages. Haben Sie dafür vielleicht ein konkretes Beispiel? Ich würde Ihnen vielleicht 2 Beispiele nennen wollen. Das eine für eine Investitionsphase von Anfang 2012 bis ungefähr August 2015, also bei knapp 3,5 Jahren, hatten wir eine sehr, sehr gute Aktienphase. Da war unser System ununterbrochen im Markt. Kleinere Kurskorrekturen sind sofort als Fehlsignal identifiziert worden und man ist im Markt geblieben. Und das hat sich für die Anleger natürlich von der Rendite hervorragend ausgezeichnet. Zum Zweiten vielleicht ein Beispiel für eine Desinvestitionsphase. Wir sind um den 25. August letzten Jahres aus dem Markt gegangen und sind bis Ende Mai diesen Jahres, also satte 9 Monate, komplett am Seitenrand geblieben. Das hat sich wirklich sehr bewährt, weil wir hatten in dieser Zeit verschiedene dramatische Fehlsignale. So gab es im November 2015 eine Bullenfalle, im April 2016 wieder und im Juni 2016 dann eine Bärenfalle. Wer dort falsch positioniert war, also falsches Markttiming betrieben hat, hat wirklich für die Anleger große Verluste eingefahren und so ist es leider vielen Mitbewerbern von uns ergangen. Bei uns ist es so gewesen, unsere Anleger konnten 9 Monate ruhig schlafen, bis es dann endlich Ende Mai 2016 wieder hieß, Time for Timing. Ja, aber mal Hand aufs Herz, wenn man an der Seitenlinie steht und nicht investiert ist, gerade in Zeiten von Null oder gar Negativzinsen, heißt das doch im Umkehrschluss auch, dass man auf Rendite verzichtet? Das ist so, das liegt sicherlich ganz im Auge des Betrachters. Es ist sicherlich nicht möglich, in einer Nullzinsphase die Produktkosten hereinzuholen. Das heißt also, wenn man desinvestiert ist, so wie wir in den letzten 9 Monaten, fährt man für die Anleger ein kleines Minus ein. Also bei uns waren das genau 1,05% für 9 Monate. Wenn man in diesen 9 Monaten ständig investiert gewesen ist und hat alle diese Fehlsignale mitgenommen, haben die Anleger in der Regel 2-stellige Minusbereiche eingefahren und darf ich Sie einfach mal offensiv fragen, welches System hätten Sie lieber gehabt, Herr Franing? Ja, die Antwort, glaube ich, die gibt sich von selbst. Schlussfrage, was ist denn Ihre konkrete Empfehlung nach all dem, was wir gehört haben, wenn ein Anleger neu in dieses Konzept einsteigen will? Also er kann das auf mehreren Möglichkeiten tun. Er kann das einmal über eine Fondsvermögensverwaltung in 3 Risikoneigungen, wie gesagt 55, 75 oder 100% Aktien, über die Augsburger Aktienbank tun. Er kann es auch, wenn sein Thema eher die Altersvorsorge ist, über eine Spezialpolice der AXA machen, die A&A Superfondspolice. Dort kann er sogar noch die steuerlichen Förderungen des Staates mitnehmen. Was aber für die meisten Anleger wahrscheinlich der gängigste Weg sein wird, ist unser seit 10 Jahren bewährter und mit der Trend 200 Systematik hinterlegter Dachfonds,
der Patriarch Select Chance. Der hat einfach den Vorteil, egal wo der Anleger auch sein Depot hat, kann er ihn einfach hinzukaufen, kann ihn beimischen und kann von der Systematik partizipieren. Entscheidend für mich ist einfach, dass der Anleger erkennt, dass in der Desinvestition wirklich auch mal phasenweise der Segen liegen kann, denn da werden die wahren Gewinne gemacht, weil dann einfach in der nächsten Aktienhosse auf einem viel höheren Niveau wieder eingestiegen wird. Man muss keine Verluste aufholen und das ist viel sinnvoller, als wie zum Beispiel in den letzten 9 Monaten komplett im Markt zu sein und vielleicht jetzt desillusioniert dem Aktienmarkt den Rücken zuzudrehen. Das alles frei nach dem Motto Kapitalerhalt vor Rendite. Das war Dirk Fischer, Geschäftsführer der Patriarch Multimanager GmbH zum Stichwort 200-Tage-Linie. Herr Fischer, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.